12-Jähriger schnappt sich Autoschlüssel der Eltern, dann bricht das Chaos aus. Achtung, Einsturzgefahr. Die Garage wurde komplett in Mitleidenschaft gezogen. Großumstadt minus ein 12-jähriger Junge hat mit dem Auto der Familie im südhessischen Großumstadt bei Darmstadt am Dienstag ein Unfallchaos mit einem Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet. Obendrein verletzte er sich noch leicht, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Der Junge hatte sich nach ersten Ermittlungen den Fahrzeugschlüssel geschnappt, um offenbar eine Spritztour zu unternehmen. Doch die ging buchstäblich nach hinten los. Im Rückwärtsgang donnerte er vom Grundstück, durchbrach das Hoftor des Hauses gegenüber, kollidierte mit einem PKW und krachte gegen eine Mauer. Dann ging es vorwärts mit Vollgas zurück. Der Wagen durchschlug das Garagentor und riss die Rück- und Seitenwand ein. Durch die Wucht des Aufpralls entstand Einsturzgefahr. Eine benachbarte Garage wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr und technisches Hilfswerk mussten zur Absicherung der Gefahrenstelle anrücken. Das Auto danach, total Schaden.